Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir haben in der letzten Folge diese Welt angeschaut und da gehen wir jetzt als erstes hin und schauen, was sich verändert hat. Denn es gibt ein paar Veränderungen. Jetzt muss ich die Welt nur noch öffnen, dass sie jetzt auch tut. Mal schauen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Dann werde ich mal ganz kurz, um hier das schön zeigen zu können, die Cheats anmachen. So. Und dann, ich glaube, Game Mode 0 kann das sein. Nicht wirklich. Dann ist es Game Mode 1. So, dann können wir fliegen. Dieses Haus kennt ihr ja, Leute. Wir gehen trotzdem noch mal rein. Sehr billig gemacht. Also, ihr werdet schon in der anderen Welt sehen, dass ich auch Besseres zustande bringen. So ist das nicht. Rosenstrauch, Pfingstrose. Kam mit der 1.8, glaube ich, dazu. Kenne ich jetzt noch gar nicht so wirklich. Ja, und hier ist auch schon ein bisschen was drin, ne? In den Öfen haben wir nichts mehr. Gut. So. Ich habe gestern noch eine Cheat gesehen. Ups, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Und zwar heißt der Toggle Downfall. Und beim Toggle Downfall hört es dann augenblicklich auf zu regnen. Und im meisten Fall kommt dann eben Sonnenschein. Oder wenn es gerade schneit, dann wird halt der Schnee unterbrochen. Ja, auf jeden Fall, der Berg ist nicht mehr der Berg, der er mal war. Der Berg ist jetzt quasi die Hütte hier oben. Mit den Stützen, also ist recht hoch alles. Und da drauf habe ich dann eben dieses Gebilde hier gemacht. Wir werden jetzt einfach mal den ganz normal besteigen. Den Berg, den ehemaligen. So, hat man eine schöne Aussicht. Da hinten ist auch noch was. Habt ihr das gerade gesehen? Ist nur kurz aufgeploppt. Sah gerade ziemlich cool aus. Ja genau, jetzt sieht man's. Da könnte man vielleicht sich auch was belegen. Hi. Schaut euch das mal an. Das sieht ja cool aus. Das ist eine coole Senke. Da könnte man was bauen. Und wer von hinten schon mal geschützt. Man hat hier noch Lava. Also das wäre natürlich nicht ganz schlecht, würde ich mal behaupten. So. Wo kommt denn die Lava her? Ah, hier raus. Als normaler Fluss. Nicht wirklich. Okay, dann gehen wir jetzt aber zurück. Ich hoffe, ich finde es noch, aber ich normalerweise. Einfach hier geradeaus. Oder was? Weiter hier rüber? Da hinten, okay. Das ist wieder was anderes. Also hier ist es ziemlich bergig. So. Also die Welt ist nicht mein Meisterwerk. Also das will ich gleich mal klarstellen am Anfang. Das ist jetzt nur zum Zeigen, was aus der Welt geworden ist, die ich in der ersten Folge gezeigt habe. So. Dann werden wir mal hier hochgehen. Also wie gesagt, hier ist jetzt der Eingangsbereich und hier geht es dann gleich den Turm hoch. Also sehr billig gemacht. Das machen wir mal gerade mit Fliegen. Hier müsste ich jetzt eigentlich den Zaun wieder anbringen. Habe ich jetzt aber keinen Bock. Aber was ganz cool ist, hier kann man runterspringen und landet im Wasser. Ja. Ja, so viel eigentlich zu der Welt. Viel mehr gibt es da auch gar nichts zu sehen. Ich werde jetzt, ja, wo werde ich speichern? Irgendwo hier. So, passt schon, ist eigentlich egal. Wir gehen jetzt zu dieser Welt. Schöne neue Welt, Includers und Capetche Gaming Let's Plays Welt. Liegt einfach da dran, will ich gleich mal klarstellen, weil ich die mal mit Includer gespielt habe auf einem Server. Das war ein Hamachi-Server. So, ah, dann fangen wir doch gleich mit dem Gebäude an. Das ist ein neues Set. Obwohl, ne, machen wir nicht. Machen wir nicht.
dieses Gebäude. Vergesst jetzt mal kurz das Hauptgebäude. Befindet sich dort hinten und stellt diese schmucke Villa dar. So, geht da oben noch die Spitze. So, hier haben wir quasi den Pool. Darüber den Balkon. Okay, nochmal den Pool von unten. Da haben wir noch ein Feld, das aber nicht wirklich gebraucht wird. Und von hier sieht man jetzt das Feld aus der Ferne. Hier sind gerade Bauarbeiten. Ich will das ganze Land auf gleiche Höhe haben. Das heißt, auf der Höhe vom Haus. Und hier ist ja überall unterschiedlich hoch. Das heißt, ich muss hier noch einiges bauen. Und die Begrenzungen sind erstmal hier an der Seite und erstrecken sich dann ungefähr, kann man schwer sagen, ungefähr bis hier, macht dann ein Viereck. Also hier habe ich auch schon ein bisschen Berg abgetragen, ein bisschen erhöht. Hier war mal ein Fluss, den habe ich komplett weggebaut. Der Berg hier muss wahrscheinlich auch weg, dass wir halt ein gleich hohes Viereck haben. Ah, hier ist noch eine Höhle. Die muss ich entweder stopfen oder ja, wahrscheinlich komplett stopfen, komplett ausbauen wieder. Dass sie halt weg ist, weil ich glaube, die ist nicht so groß, oder? Genau, hier geht es auch schon wieder raus. Die können wir schnell stopfen. Das ist nur so ein Pickel quasi, den man schnell ausdrückt. So, dann hätten wir das. Wie gesagt, das hier hinten ist mein neues Haus. Es entsteht oder entstand erst gestern. Und hier ist der Eingangsbereich, also so sieht das Ganze von unten aus, also recht eindrucksvoll, sehr symmetrisch gebaut. Das hier ist der richtige Eingangsbereich. Dann gehen wir erstmal ins Wohnzimmer, das befindet sich hier. Also ist jetzt alles noch unmöbliert, aber das kommt noch. So, so zwei Möglichkeiten, entweder man geht in den Keller über diesen Gang hier. Es ruckelt gerade ein bisschen, das tut mir leid. Also man geht entweder hier entlang. Das war der ursprüngliche Weg. Oder der neue Weg ist eher, dass man natürlich diesen Universalaufzug bis hoch zur Spitze benutzt. Der geht wirklich bis hoch zur Spitze. Das ist das Hauptgebäude hier auf der ganzen Map, beziehungsweise in diesem Abschnitt. Und das hier ist ein Tunnel, der ging mal zu Includers Baumhaus. Aber mittlerweile steht da kein Baumhaus mehr. Das haben wir abgerissen, beziehungsweise abgefackelt mit Feuer und Lava und allem Möglichen. Er war da im Creative Mode kurz und ja, jetzt habe ich das halt hier so markiert, indem ich hier das ein bisschen erhöht gemacht habe, weil hier wird ein neues Haus entstehen drauf. Da hinten ist schon eins und hier kommt das nächste und dann schaue ich mal, wo die nächsten Häuser so sind. Also hier ist noch einiges zu tun, abgesehen von dem Terraforming auch noch viel Bauarbeit, aber jetzt gehen wir wirklich erstmal weiter in diesem Haus, beziehungsweise in dessen Keller. Jetzt wird es rechts, also hier zum Hotel Santa Isaluana, ne, das ist eine Anspielung auf Luan. Auf jeden Fall geht es hier ins Lagerhaus, das schauen wir uns gleich an. Hier müsst ihr euch vorstellen, war mal einfach ein Loch, das in der Erde geklafft hat, ja. Das habe ich dann einfach ausgebaut und hier ein Treppenhaus reingebaut. Einfach weil mir langweilig war und weil ich es cool fand. Und natürlich nicht zuletzt deshalb, weil sich, wenn man hier runter geht, also es war alles wirklich nur so eine kleine Spalte, hier geht es übrigens ins End, will ich auch nicht vorenthalten, dass wir hier ein Portal haben. So, jetzt ruckelt's, das ist immer so und durch die Aufnahme nicht gerade begünstigt, das stabilisiert sich aber gleich, ich kenne das schon, wir haben gerade 4 Frames, 5, ja, das geht. Legt sich wirklich gleich, so viel ich das kenne. Weil ich ja eben das ganze End erstmal aufbauen muss. Links und rechts. Und ich ja auch recht hohe Chunks angestellt habe. Wir haben hier ein bisschen gewütet. Also wir haben hier ein bisschen was zerstört mit Dynamit und so. Ich hatte damals eine fette Rüstung an. Und habe mich dann in die Lava-Fluten gestürzt. Die war wirklich richtig fett. Wir gehen jetzt aber hier raus. Hier ruckelt es mir so stark in der Aufnahme. Der neue PC kommt bald, keine Angst. So, wir gehen hier raus. Also der wahre Grund, jetzt muss ich es wieder stabilisieren, jetzt sind wir ja in der normalen. Der wahre Grund, warum ich das Treppenhaus gebaut habe. Verlass mich nicht.
Das läuft nochmal echt flüssig, Minecraft, bei mir. Das ist echt nicht euer Ernst. Hier ist eine Schlucht, ne? Und diese Schlucht ist halt ziemlich cool, weil sie rohstoffreich ist. Und deshalb ist so eine Treppe natürlich ganz cool. So, jetzt hat sich stabilisiert. Einigermaßen. Sehe ich zumindest an den Frames. Aber die sind nicht ganz konstant. Also, ja. Das tut mir jetzt echt leid. Ich hoffe, man kann sich trotzdem irgendwie geben, das Video. So. Erstmal aus dem Flugmodus raus. Jetzt schauen wir uns erstmal das Lagerhaus an. Hier ist das Lagerhaus. Hier kann man alles finden, wenn es denn voll wäre. Jetzt haben wir gerade eine Truhe erwischt, die nicht voll war. Also wir haben von allem etwas. Ist alles schön voll. Dank Creative Mode und Konsorten natürlich auch. Ist natürlich auch so ein bisschen kategorisch geordnet. Also nicht irgendwie zusammengestellt. Hier sind zum Beispiel Materialien, Eisen, Leder, Kohle, Knochenmehl und Konsorten. Hier ist Glowstone. Und hier ist Holz. Hier sind verschiedene Holzarten. Ups. Was das Herz eben begehrt. Und hier sind Lebensmittel. Vom Hühnchen bis zum Lachs. Zum gebratenen Schweinefleisch. Alles ist vorhanden. Hier sind Waffen, Brustpanzer, Helme, Beinschutz, Stiefel, Äxte, Schaufeln, Spitzhacken. Also quasi Material, Waffen und Schutzanzüge quasi. So. Das wäre es zu diesem Abteil. Jetzt werden wir aber uns beeilen. Denn jetzt geht's weiter in der Villa. Wir nehmen jetzt mal nicht die Leiter, weil wir den Creative Mode haben. Hier war der Eingangsbereich. Kennt ihr vielleicht noch? Und das ist der erste Stock. Wir fliegen den auch durch. Der ist nichts Besonderes. Wie gesagt, nichts ist möbliert hier. Kommt alles noch. Das ist einer meiner Lieblingsstöcke. Der ist echt cool, der Stock. Muss ich mal ganz kurz runter vom Flug. Hier waren die früher innen hohl und man konnte aufs Dach. Damals war das noch nicht höher, das Gebäude. Aber das ist dann immer höher geworden. Und hat sich eben quadratisch aufeinander gebaut. Und der Balkon ist eben auch noch neu. Der ist nicht allzu alt. Allzu alt. Jo, man hat hier eine schöne Aussicht. Das Einzige, was mich an der Map stört, ist das Schneebiom. Also wenn man wirklich die Möglichkeit hätte, das zu ändern, und das meint Include, dass man das kann, dann wäre das echt wunderbar. So, jetzt kommen wir in eine ganz spezielle Abteilung. Und zwar ist es die breiteste von allen. Das ist das, was man von außen mit Eichenholz sieht. Das sieht man hier hinter dem Glas. Und hier ist Glowstone. Und hier oben ist auch Glowstone, verarbeitet in schwarzer Wolle. Das vermittelt so ein bisschen den Nachthimmel, finde ich. Und hier unten wie so eine Startbahn von einem Flugzeug, keine Ahnung. Aber es ist halt alles schön symmetrisch gehalten. Und mir gefällt es eigentlich ganz gut. Und hier noch so eine Leiste. Es ist halt alles komplett beleuchtet mit Glowstone. Muss man mögen. Ein bisschen creepy. Ups, bin ich abgestürzt. So, das ist auch noch ein recht breiter Stock. Da könnten wir auch mal kurz runtergehen, denn hier sind wir jetzt in dem Mittelabteil und jetzt beginnt eben der Ziegelsteinabteil. Also das hier ist der größte gewesen. Der komplette Eichenholz hier war gerade eben dieser creepy Raum mit der schwarzen Wolle. War komplett der Bereich unter uns hier jetzt. So, jetzt wird es natürlich... Oh, jetzt bin ich wieder zu weit abgestürzt. Hat natürlich das System, dass nur an der linken Seite Leitern sind, also jetzt gesehen links. Und zwar, dass man sich auch runterfallen lassen kann und dann kurz vor man aufkommt, kann man sich abfangen. So, das ist der erste Stock mit Ziegelstein. Und es wird jetzt natürlich immer schmaler. Wie im World Trade, nein, nicht World Trade Center, World Trade Center, sorry, sondern eher wie beim Empire State Building. Bisschen nachempfunden und ja, yeah, genau, hier sieht man das so ein bisschen. Ist eigentlich schon ganz nett.
So, und jetzt wird es langsam eng, man merkt das, ne? Es wird immer enger. Und das war auch schon der letzte richtige Stock, bevor wir jetzt hier ins Schlafzimmer kommen. Hier ist überall Glas, weißes Glas. Finde ich eigentlich besser als normale Fensterscheiben, weil dann hat man noch dieses Holz dazwischen. Zwei Betten, für mich und Luan eigentlich mal gedacht. Obwohl Luan schon gar nicht mehr auf der Map war, als das Ganze hier entstand. Dieser obere Abteil. Hier sieht man das Haus auch nochmal ganz schön. Und jetzt zeige ich euch, warum man hier an der rechten Seite keine Leitern hat. Und zwar ist es so gedacht, dass man sich jetzt hier abfängt. Natürlich muss man das ein bisschen dosieren. Natürlich im Creative Mode hat man da keine Probleme. Ja, eins nach runter. Und hier ist der Eingangsbereich. So, so viel dazu. Wir haben hier eine Schlucht darunter. Und mal schauen, was uns da drüben im Haus erwartet. Man würde jetzt ja erstmal denken, oh okay, das ist jetzt halt so ein kleines Gewächshaus gegen diese Riesenvilla, die ja schon recht luxuriös wirkt. Das hier ist ein kleiner Hinweis, dieses Fleckchen, wo nicht mit Schnee bedeckt ist. Ich sage euch dann auch gleich, für was es der Hinweis war. So, das ist einfach roh gewesen und ich habe dann noch Mauern gezogen. So, und zwar kann man jetzt hier eben sich auch noch einrichten, also ist halt ein bisschen, ne, muss einem gefallen, so ein bisschen Ritterburg-Style. Und hier geht es jetzt hinunter in den Keller. Hier kommen wir her. Und hier, liebe Leute, geht es nach oben. Schauen wir uns erstmal das Dachgeschoss an. Das meiner Meinung nach recht hübsch geworden ist. Also, hier ist so Glas verbaut, so Stützen quasi. Soll aber eigentlich nur deshalb da sein, dass es nicht so hässlich aussieht, wie das Treppenhaus hier hochgeht. Also hier könnte man das Schlafzimmer an diesem Haus machen. Hier habe ich so Fenster links und rechts natürlich an der gleichen Stelle. Wie immer symmetrisch. Ihr kennt mich ja, ich bin ein richtiger Freak quasi. So, hier gehen wir mal wieder runter. Hier geht es wieder in den Eingangsbereich, hier die Doppeltür. Aber jetzt wollen wir uns natürlich den Keller anschauen. So. Oh. Ja, der Keller ist gerade etwas suboptimal, sag ich mal. Also, es ist schon gedacht, dass hier an der Seite Lava fließt. Genau, das war auch mal eine Schlucht, die habe ich jetzt ausgebaut zu einem riesigen Treppenhaus, riesigen, sagen wir mal, Aufzugsschacht könnte man das nennen. Also es ist schon so gedacht, dass hier außenrum Lava fließt, die kommt übrigens direkt von der Decke. Also unter dem Fußboden im Haus ist direkt Lava und darunter ist Glas und dann fließt die Lava hier das Glas hinunter und wird eben geleitet. Also da ist noch eine innere Glasschicht, die dann natürlich den hinabsteigenden Mitbürger vor der Lava schützt. So, da könnten wir gleich mal ein bisschen ansetzen. Also das Ganze muss ich jetzt noch so machen, dass wir hier eine Zweierbreite haben. Das wollte ich extra machen, weil sonst wäre das Haus nicht symmetrisch. Und so ist es jetzt symmetrisch. Vorher war dieses Glasding hier noch nicht da und dann war eben hier mehr weniger Abstand als dort. Und das ist natürlich nicht schön für mich. Und deshalb habe ich es nochmal geändert. So, wenn ich das hier wegmache, kommt Lava, ne? Genau. Also da müssen wir vorsichtig sein. Und ich habe mir gedacht, den Aufzug baue ich jetzt mal mit euch zusammen fertig. Und zwar können wir das jetzt einfach so machen. Können wir immer eins wegnehmen. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Das hier muss bleiben unbedingt. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Ich habe mir da eigentlich schon eine Strategie überlegt gehabt. Genau, und das darf eben nicht sein, dass das hier so komisch wirkt. So, jetzt hoffe ich, dass ich innen nichts kaputt gemacht habe. Also es ist nicht so leicht, weil mit Lava sollte man nicht spaßen in dem Spiel. Ich glaube, ich muss erstmal nach oben kurz.
und dort was Wichtiges machen. Und zwar hier dicht. Das ist wichtig bei der Sache. So, jetzt fließt die Lava ab. Oder jetzt, hoffe ich mal. Immer noch nicht. Okay, wir müssen noch mehr setzen, offenbar. Ah ja, immer wieder ein Stück. Okay, so war das gedacht. Dann müssen wir natürlich von außen noch gucken, ob das passt. Ob das schön wird. Also hier soll dann die zweite Treppe entstehen eben. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwerer. Oh, die Tonqualität. Sorry. Dass sie ein bisschen dumpf angehört haben. Und jetzt habe ich gerade die Schutzhülle abgezogen. Jetzt dürfte sie etwas besser sein, meine Stimme. Das tut mir natürlich mega leid, ne? Ist klar. Verdammt, das ist ja echt peinlich. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt die Socke des Mikros abgezogen. Wie so ein Kondom oder sowas. So. Aber das haut schon hin, doch, das wird funktionieren. Wie ich mir das vorstelle. So. Machen wir das mal ein bisschen schneller. Wir zwacken immer mehr ab von der Lava. Ich hoffe, unten fackelt nicht mehr Fußboden ab, ansonsten setzen wir ihn neu. So viel Aufwand wäre das auch nicht. Immerhin sind wir im Creative Mode und das brauchen wir hier jetzt auch gerade. Unbedingt. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade nichts außen kaputt gemacht. Ansonsten muss ich das anschließend nachher beheben. So, also mit Lava ist es nicht das Leichteste, was man so machen kann. Und man denkt halt auch nicht, dass unter diesem Haus einen so einen Keller erwartet, ne? Also ich würde es nicht erwarten. Ist natürlich alles künstlich angelegt mit der Lava. Das ist klar. Aber hier ist eine Schlucht auf jeden Fall. Gut, die Schlucht war vor dem Haus da. Aber egal. So, wir sind schon fast fertig. Müssen wir bloß noch gucken, wie es von außen geworden ist. Und dann können wir in einer Zweierbreite hier hinabsteigen. Theoretisch. Und auch nicht runterfallen, weil das Glas uns davor schützt. Wir können nicht abstürzen. Ich fliege nämlich immer, anstatt hier jetzt die Treppe zu nutzen. Das ist echt besser, weil dann kann man auf der gleichen Höhe bleiben. So. Jetzt haben wir es aber echt gleich. Da muss ich mir bloß noch was für ganz unten überlegen, was ich da jetzt nehme. Wie ich das Ganze dann vollende. So. Ihr könnt mir dann gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr mein Haus so findet. Das würde mich freuen. Über Feedback freue ich mich bekanntlich eh immer. Okay, jetzt müssen wir das hier wegmachen. Jetzt wird die hier an der Seite runterfließen, genau. Also müssen wir hier noch einsetzen. Hier einen. Und jetzt müsste dicht sein. Genau. Der hier müsste wegkommen. Und der müsste wegkommen. Dann fehlt hier drinnen einer. Wo kommt denn die Lava hier raus? Ach so, okay. Ich verstehe. Nee, ich verstehe eigentlich nicht. Zum
Glück kann ich jetzt nicht so verbrennen. Alter, was für eine Fontäne hier. Oha. Scheiße. Wo kommt denn das jetzt überall raus hier? Oh, mit dem Glas, ey. Ich bin gerade überfragt, wo der Block fehlt. Also so ist es auf jeden Fall mal abgezwackt, ist klar. Aber sieht weder schön aus. Noch ist es richtig gesetzt, oder? Oder doch? Doch, ich glaube, es ist richtig. Hier fehlt noch ein... So ein... Von innen fällt es halt auf, das ist das Problem. Ich hoffe, so passt das. Das sehen wir gleich. Ne, sieht etwas seltsam aus, ne? Es liegt, glaube ich, daran, genau, weil hier Stein hingehört. Sieht gerade echt seltsam aus, ne? Wie das herausfließt. Aber ich glaube, das liegt jetzt im Moment hieran. Genau, hier muss man... So, jetzt muss ich selber überlegen. Also, die Lava ist direkt hier. Um das mal zu demonstrieren. Dort. Direkt unter dem Fußboden. Also hat man auch noch eine passable Fußbodenheizung. Wenn man das denn als wichtig erachtet. So. Ich glaube, der Fehler liegt einfach darin. Genau. Muss ich schnell machen. Und ich war nicht schnell. Ach, verdammt. Ich muss den Block jetzt hier ransetzen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das vielleicht leichter ist, wenn ich das von hier mache. Jetzt muss ich ein bisschen was von meinem Haus kaputt machen. Mache ich natürlich nur ungern. Ist ja klar. So, schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Jetzt müsste man doch eigentlich nur noch hier einen Block setzen. Schwächt es gerade ab oder hat es jetzt nichts gebracht? Vielleicht muss man es auch so machen, ne? Mm-mm. Nicht so. Nicht so. Jetzt muss ich hier echt die ganze Sache wegnehmen kurz.
und überlegen, an was es liegen könnte. Kann es sein, dass hier noch eine Glaswand ist? Da muss ich jetzt ganz schnell gucken. Ja, ist es. Das heißt, wir haben Folgendes zu tun, Leute. Wir können jetzt hier reingehen in die hitzende Lava. Und zwar bis ganz nach unten. Und die komplett mit Glas ausbauen. So, wann sind wir am Boden? Zum Glück macht uns das Feuer ja nichts. Das dauert ja ewig. So. Wir steigen gerade langsam wieder nach oben und bauen schön, man sieht es leicht, diese Glasdinger. Ich hoffe, das war des Rätsels Lösung. Sonst müsste ich die ganze Konstruktion wegreißen und nochmal neu bauen. Aber sieht aus, als hätte ich das Problem soeben gelöst. Hier ist noch was falsch. Das ist doch auch was falsch, oder? Bam, 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 bam. Ich glaube, ich lasse das jetzt mal so. Das passt schon so. So genau sieht das eh keiner. Oder so genau achtet da auch keiner drauf. Leiter. Dann setzen wir die noch gerade auf die Zweierbreite. So, die Lava darf jetzt auch mal wieder verschwinden. Danke. Dann machen wir mal die Leiter. Old School ohne Creative Mode. Und trotzdem wundert es mich, dass es hier direkt runterfließt und hier eben noch der Abstand ist. Das ist echt sehr komisch. Ist aber gar nicht so einfach da zu gucken, ohne da jetzt irgendwas kaputt zu machen. Ich könnte höchstens das hier mal zubauen, damit es hier stabilisiert ist. Und dann hier mal abtauchen. Einfach zu gucken, wie hier die Konstruktion so ist.
aber er nicht. Das ist mir jetzt leider zu blöd. Oh. Oh Gott, jetzt habe ich wieder einen Fehler gebaut, glaube ich. Ach Gott. Der muss hier ran, der Stein. Zack, zack. Eigentlich kann ich das auch so bauen, ne? Dann hat man hier jetzt eben die Möglichkeit. Auch so den ganzen Weg hier zu benutzen. Gut, man könnte jetzt hier natürlich noch eine Tür verbauen, dass zumindest hier eine Tür ist. Das machen wir vielleicht auch mal kurz. Welche haben wir mal benutzt? Fichtenholztür, glaube ich. Hier kann man ja eine Doppeltür hinbauen. Müsste man die Fackeln anders setzen. Ihr seht schon, ich bin minimalistisch. Also man sollte schon erkennen, dass hier was Besonderes kommt. Kann man hier jetzt eigentlich auch diese Deckel machen? Fall. Holzfalltür. Ja, kann man machen. So, hier die Tür zu. Hier auch die Tür zu. Dann von mir aus hier jetzt auch nochmal zwei Fackeln. Nein, das ist übertrieben. Aber hier zwei. Und jetzt steigt man eben hier hinab. Links und rechts die Lava. Aber es fällt schon ein bisschen auf hier, ne? Vielleicht müssen wir da nochmal eine Glasschicht reinmachen einfach. Weil es gehört sich ja eigentlich schon so. Vielleicht sieht man es von hier. Ansonsten vielleicht von hier oben. Ja, auch nicht wirklich. Das ist alles halt einfach durchgängig. Naja, auf jeden Fall habe ich sie natürlich nicht einfach so gebaut, den Schacht, um darauf zurückzukommen mal. Ah, nee, hier baue ich andere Türen. Und zwar baue ich hier Birkenholz. Weil ich habe die nämlich auch da hinten benutzt. Und dann macht es sogar Sinn, eine Doppeltür zu machen, weil da hinten ist auch eine Doppeltür. Genau, und so sieht jetzt mein Aufzug aus. Ich optimiere den natürlich noch, dass es symmetrisch ist. Aber alles in allem kann man doch mal anbieten, ne? Macht doch was her, wenn man bedenkt, dass es mal eine ganz grobe Grube war. Und hier geht es jetzt eben zu der groben Grube, so wie die andere auch mal aussah. Das ist eben eine Schlucht, ne? Hier hinten ging es mal noch weiter, das habe ich zugebaut. Und die Lavaströme habe auch ich gemacht, dass es hier beleuchtet ist. So, hier geht es wieder in zivilisierte Gefilde. Ich finde es ja irgendwie, mir gefällt das. Ist mal was anderes, habe ich noch nirgends gesehen, so ein Lavaaufzug. So, ich werde natürlich den Creative Mode nicht ewig benutzen. Deshalb habe ich auch Treppen benutzt, damit ich den auch irgendwann
anders noch erreichen kann. So, hier haben wir Eichenholz oder schwarzes Eichenholz benutzt. Genau, das sind meine Gebäude bisher. Nochmal Revue passieren lassen. Hey, da hinten ist aber auch eine coole Grube, ne? Könnte man auch cool was reinbauen. Aber ich will mich jetzt erstmal... Boah, ist das riesig. Ich will mich jetzt erstmal hier auf dieses Gebiet konzentrieren. Also hier soll schon eine schöne Siedlung entstehen. Man sieht viele Teile. Gerade hier sitzt alles schon auf einer gleichen Höhe. Ich versuche, dass hier alles auf der gleichen Höhe ist. In einem großen Viereck. Da hinten ist auch noch Berge und Schluchten. Die muss ich dann auch noch ausbauen, dass sie gleich hoch sind. Und hier natürlich der Fluss, den sieht man natürlich noch. Der ist zugebaut bis hierher. Und das habe ich natürlich deshalb gemacht, damit ich hier schön bauen kann. Und mir gefällt's. So, jetzt ruckelt's mal noch ein bisschen. Weshalb auch immer. Und das ist übrigens mein Haus bei Nacht. Also ist sehr schön beleuchtet alles. Also mir gefällt er schon ganz gut. Also man kann auch ohne Probleme in der Nacht in den Pool. Hier ist alles schön beleuchtet. Rund um mein Haus kann man sich aufhalten. Hier sind Fackeln angebracht. Bis auf an den äußeren Stützpfeilern. Doch eigentlich müsste es auch sein. Vielleicht mache ich das mal eben noch, damit ich es nicht wieder vergesse. Und zwar immer dort und dort. So. Einmal hier und einmal dort. Jetzt haben wir halt eine längere Aufnahme. Aber ich wollte euch ja was zeigen. So, diese sind nämlich falsch gesetzt. Damals waren die Pfeiler noch niedriger. Oder war alles hier noch unterschiedlich hoch. Aber jetzt ist es schön einheitlich. Hier sind die ein bisschen höher gesetzt, aber das ist gewollt. Das ist ja einfach so. Das ist ein Marmorbalkon. Und auf diesem Marmorbalkon genießen wir noch die Aussicht auf den nicht mehr vorhandenen Fluss. Schauen uns um und genießen links oder hier eher gesagt rechts die Aussicht. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wie euch meine Welt gefällt. Hoho, es hat sich gereimt. Auf jeden Fall hoffe ich noch, dass ihr einen wunderschönen Tag verlebt und beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao.